Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest zu einem neuen Projekt hier auf diesem Kanal im Jahre 2021. Nachdem wir im letzten Jahr den Bus-Simulator abgeschlossen haben auf der PlayStation 4, wurde es endlich mal Zeit, dass wir jetzt endlich mal den TMS Studio Simulator jetzt hier endlich mal greifen und den mal so ein bisschen mal testen. Denn es gab ja jetzt nun in letzter Zeit noch ein paar DLCs, die wir uns jetzt hier dementsprechend mal angucken können. Und mal gucken, wie sich der Simulator natürlich weiterentwickelt hat zur letzten Release, also zum Release halt vom Fernbus-Simulator. Ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren ist es jetzt schon her. Werden wir natürlich mal gucken, wie das Ganze hier ausschaut und das als neues Projekt führen. Und dementsprechend bin ich natürlich mega, mega gespannt, was ihr dazu sagt und wie ihr das Ganze findet, das Projekt. Und wie es hier natürlich sich so spielen lässt hier alles. Natürlich haben wir hier alle DLCs. Wir fahren auch jetzt schon direkt von Hamburg los Richtung dem neuen DLC, der natürlich erschienen ist. Amsterdam da runter die Ecke. Und da werden wir uns das Ganze mal dementsprechend mal so ein bisschen anschauen. Wir werden dann so ein bisschen über Paris fahren und dann halten wir mal so ein bisschen. Also wir werden hier auf jeden Fall mal so ein bisschen was abklappern jetzt in der nächsten Zeit. Solange, ja, können wir uns natürlich hier schon mal langsam aber sicher warm spielen für Sebas, welcher hoffentlich in diesem Jahr erscheinen wird. Dementsprechend, ganz genau wie in OMSI, werden wir hier unsere Touren drehen, werden ein bisschen quatschen und werden hier hoffentlich viel Spaß haben und hoffentlich vielleicht den einen oder anderen Ausraster bekommen, weil die KI mal wieder rumspackt bis zum geht nicht mehr. Wir fahren hier heute mit dem Setra, wie ihr uns schwer sehen könnt. Und dementsprechend, ja, so sieht das Ganze aus. Es schneit. Also wenn es mal bei uns so aussehen würde, wäre das himmlisch, aber nein, ist nicht so. Es kann leider, aber ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist halt irgendwie so eine unreale Sache oder sowas. Immer wieder zu Rucklern kommen, es tut mir halt leid. Das ist natürlich hier unschön, ja, dass es hier so in den Bus reinschneit. Ach Leute, das Ding existiert jetzt schon ein paar Jahre, ja, und dann hast du halt noch sowas hier drin, ja, dass es hier reinschneit. Eieieiei. So, Tracker Air. Mit am Start, Lenkrad funktioniert. So muss das sein. Tür schon mal zu, ist kalt da draußen. Wir haben natürlich auch einen Fahrplan, den wir hier natürlich hier einhalten müssen. Und dementsprechend, ja. So, jetzt ist er an, alles klar. So, dann werden wir mal das Ziel einschalten. Nach Groningen geht's heute auf der Route 00. Das muss ich demnächst mal ändern, dass ich da jetzt auch immer den Routennummern denn eintippe oder sowas. Weil ich erstelle mir die Routen halt immer so ein bisschen selber. Ja. So, wir wollen natürlich das Licht hier haben. So, Setra ist natürlich so ein Modell, wo ich selber noch nicht wirklich mit gefahren bin. Können wir hier versuchen mal ein bisschen Feststellbremse lösen und beschleunigen. Wie gesagt, also es kann zu Rucklern kommen. Ich weiß nicht, woran das hier liegt. Ich habe das Ganze natürlich hier schon mal so ein bisschen getestet. Das ist echt. Ich meine, die Simulation, die ist jetzt natürlich nicht mal die brandneueste. Ja, man arbeitet ja natürlich noch an der ganzen Simulation und alles, was man macht natürlich und tut. Ja. Aber ich weiß manchmal nicht. Manchmal hat der extremste Aussetzer. Da ruckelt das denn so vor sich hin. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich jetzt hier eine optimale Grafikeinstellung gefunden habe. Normalerweise ist es so, dass ich das Ganze eigentlich in 4K spielen könnte. Ja, das läuft auch dann wirklich butterweich oder sowas, aber es schafft mein Rechner dann nicht mit aufzunehmen. So. Schafft es nicht mit aufzunehmen, was natürlich mega schade ist. Und jetzt würde ich das Ganze ja gerne in 4K ja natürlich hier aufnehmen und euch zur Verfügung stellen. Aber ich glaube, dazu brauche ich halt einen zweiten Rechner. Ja, das ist natürlich ein bisschen. Kann ich mir jetzt so im aktuellen Zeitpunkt nicht leisten. Ne? So einen zweiten Rechner hier, der das Ganze hier immer schnell aufnimmt. In 4K. So. Starten hier morgens um 9. Wie gesagt, reales Wetter. Also Anführungsstrichen reales Wetter. Aber auch schön mit der ganzen Weihnachtsbeleuchtung hier und alles was. Also man muss schon sagen, der Fernbus-Simulator ist nicht hässlich. Ich habe viel schon drüber gelesen, dass der ein oder andere hier schon am Meckern ist über den Fernbus-Simulator und sowas. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich gar keine schlechte Meinung zu dem.
Zumal ich ja jetzt ja auch aktuell in der Fahrschule ja natürlich so mit dem einen oder anderen Modell jetzt hier fahren kann. Merkt man mal so, wie realistisch sich so ein Fahrzeug verhält halt auch. Ja? Das ist dann zum Beispiel auch immer eine ganz interessante Sache. Ja, ich bin hier jetzt zum Beispiel den Liner Intercity jetzt gefahren, hier in der Fahrschule. Und der fühlte sich eigentlich schon relativ originalgetreu an. Ne? Ein paar Aussetzer halt auch noch hier und da, so ein bisschen, ne, was das Schwanken des Fahrzeuges angeht und alles was. Ne? Aber so im Großen und Ganzen fühlen sich die Simulatoren eigentlich schon relativ gut an. Der Ton, der ist nicht allzu leise. Jetzt muss ich den in der nächsten Folge mal ein bisschen lauter machen. Oder kriege ich ihn jetzt vielleicht noch lauter? Ich muss mal ganz kurz gucken. Wenn ich jetzt mal ganz kurz mal hier... Jetzt könnte es sein, dass er jetzt vielleicht gerade jetzt gleich rummeckert. So. Vielleicht ist der Ton jetzt ein bisschen lauter. Weil ich glaube, das war halt schon sehr, sehr, sehr leise gewesen. Ja, die Musik kannst du hier leider nicht abspielen. Geh mal unfreundlich. Deswegen gibt es hier bei uns keine Musik hier im Let's Play von Fernbus-Simulator. Den DLC habe ich natürlich auch hier oder hätte die hier. Ja, ich könnte die natürlich. Vielleicht können wir auch mal in Zukunft denn vielleicht mal sogar das ein oder andere Leistung dazu machen, um einfach auch mal längere Strecken fahren zu können. Aber auf jeden Fall wird das jetzt erstmal unser neues Projekt, bis dann zum Beispiel der neue Bus-Simulator kommt oder sowas denn. Oder vielleicht, ja, was? Oder eine ganz andere Simulation, man weiß es ja nicht. Oh, hätte mein Fahrlehrer schon mit mir gemeckert gehabt. Wenn ich so dicht an dem vorbeigefahren wäre, der wäre sofort, das kannst du da nicht machen. Ach, Fahrlehrer. So, ich habe gesehen, die stehen hier vorne schon. Also müssen wir jetzt hier gleich hier in die Parkbucht rein. Eieieiei. Lenkrad voll am Anschlag. So. Und da sind wir. So, Gang raus. Wunderschön. Und Klappen auf. Handy an. So, nach Groningen geht's. Seid ihr fertig? Servus. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Sehr freundlich. Moin. So. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. An Groningen. Hallo. Hier ist mein Ticket. Dankeschön. Hallo. Hier ist mein Ticket. Danke. Groningen. Mahlzeit. Mein Ticket. Dankeschön. Tag. Sie wollen bestimmt mein Ticket. Aber... Ciao. So. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Aber, servus, fahren Sie in meine Richtung? Sehr freundlich. Moin, fahren Sie in meine Richtung? Cool. So, warte mal, ich habe noch einen. Grüezi, bin ich hier richtig? Grüezi, so, schauen wir mal, ob wir jetzt hier alle drin haben. Zip. Alle sind eingecheckt, ausstehen haben wir keinen. Wundervoll, dann sind wir hier soweit fertig. Klappen zu. Wir wollen mal ganz kurz was gucken, weil irgendwie hat er nämlich hier vorhin nicht den... Aha. Wieso kann ich hier von keinen Screenshot machen? Das ist interessant. Ich kann hier von keinen Screenshot machen. So, alle drin, wundervoll. Na denn, Zeit ist Geld und Leute, Geld haben wir nicht, ne? Kennen wir ja schon. Flixbusfahrer ist immer auf Achse. So. Rückwärts fahren ohne Sipo geht gar nicht. Auch eine Rückfahrkamera sichert euch nicht ab. Deswegen ist das hier schon mal ein Fail hier vom Simulator. So. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus.
Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Ein paar. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In Karte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Hey, ich wollte schon immer bei Flixbus auf die Facebook-Seite gehen und wollte da mal rumstöbern. Gibt nichts Geileres wahrscheinlich. Wir sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. Eieieiei. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch wunderschön. Mobil buchen Tracker Air funktioniert auch sehr gut. Das freut mich. Nun bist du nochmal eine Simulation, wo du es halt benutzen kannst. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. Jetzt müssen wir uns jetzt jedes Mal anhören, Leute. Destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seat belts is compulsory on board the bus. Ich wollte das Projekt ja eigentlich schon im letzten Jahr anfangen, endlich mal loszustarten, aber dann kamen auf einmal im Dezember so viele Produkte, neue DLCs für OMSI, dass ich das echt nicht mehr dazwischen gekriegt habe, ja. Und ich wollte es jetzt auch nicht mit Brechen und Würgen jetzt so unbedingt noch in die Playlist mit aufnehmen, sondern ich wollte es ganz entspannt, ganz gemütlich, so wie wir halt unser Let's Play zu OMSI und alles sowas, so Dramsim, Lotus, das soll halt einfach so ein ganz entspanntes Let's Play werden hier auf dem Kanal. Und dementsprechend, ja, wollte ich das jetzt halt nicht noch so reinprügeln. Deswegen, dass wir, wie gesagt, jetzt auf das nächste Jahr jetzt praktisch verschoben haben. Und wie gesagt, zudem halt die Performance-Probleme hier manchmal so ein bisschen echt fragwürdig sind. Aber vielleicht haben wir es ja jetzt im Griff bekommen. Das läuft jetzt. Das wäre natürlich schon eine relativ coole Sache. Aber das mit dem Schnee hier drinnen, das nervt schon, oder? Also das ist schon ein bisschen... Da hat TMS Studios gepennt, ja? Muss man mal lassen. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. So, na denn. Schön Druckluft rausgelassen. Manchmal so die Straßen hier manchmal schon echt komisch. Autobahnen, die sind halt gefühlt auch immer gleich hier. Ja, das sind immer so diese Minuspunkte, die man hier wirklich dem Flixbus hier zukommen lassen muss. So, 80 dürfen wir. Ich muss immer mal rüber gucken, ob die Performance stimmt. Aber so schaut es eigentlich ganz gut aus. So schaut es gut aus.
So, ich konnte da jetzt mal so ein bisschen horchen, wie sich das Ganze so anhört vom Sound. Den ganzen Asphalt. Einfach mal hier einfach mal rüberlinsen. Das hat schon ein echt cooles Feeling. Wir sind ja nun letztens, noch im letzten Jahr, sind wir ja einmal nach Polen gefahren mit der Fahrschule und einmal nach Rostock. Das war schon cool. Das muss man mal lassen. So, das hier ist zum Beispiel, verstehe ich jetzt gar nicht. Warum fährt der jetzt in der Mitte, der LKW? Das weiß er selber nicht. Das, was wir jetzt machen. Yes! Verboten! Ja. Du mich auch. Hätte ja beinahe funktioniert. Und ich sag's auch noch, ja, das, was wir jetzt machen, ist verboten. Gleich mal in der ersten Folge testen. Dann überholen wir dich halt, was soll's. Aber du hättest auch noch warten können eigentlich, bis wir vorbei sind, ja. Kollege. Dann gehen wir jetzt am Linken. Und darüber geht's hier mit uns. Gibt ja natürlich auch Massen an Repaints, die man sich hier runterladen kann, ne? Oh nein, jetzt müssen wir auch noch in die Kontrolle. Schön. Ich hoffe, ihr seid alle angeschnallt. So, den schönen Retarder benutzen hier. Ja, voll. So, na denn, Führerschein, alles gecheckt. Checkt. 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 8 von 8 sind sogar angeschnallt. Wundervoll. Eigentlich nichts anderes erwartet. Aber naja, die Polizei schon. Pack, das brauchen wir nicht. Wie viele Kilometer haben wir denn noch? Sind immer noch 300 Kilometer. Das ist jetzt nicht wirklich gut vorangekommen. Ja, die Let's Plays hier zum Fernbus-Simulator kann ich auch sagen, die werden ein bisschen länger als sonst. Aber da sich ja nun mal der Phasis jetzt zukünftig jetzt um die ganzen Zugsimulationen kümmert, habe ich natürlich ein bisschen Zeit wieder, um ja, mich jetzt halt zum Beispiel hiermit zu beschäftigen. Jetzt können wir mal gucken, ja, wer ist schneller da, der Phasis oder ich, gell? Und dementsprechend Bus oder Bahn gilt es. Hier schön mit der Winterlandschaft und alles was, ja, das ist schon fantastisch. Wie gesagt, ab und zu mal so kurze Mini-Ruckler, aber also das, was ich jetzt so sehe, schaut sehr gut aus, was die Performance angeht. Da habe ich dann doch noch eine optimale Lösung gefunden hier. Ein bisschen weniger Verkehr auf den Straßen und das scheint aber zu helfen irgendwie. Deswegen war Hamburg jetzt schon so ein bisschen wie ausgestorben. Aber gut, uns geht es ja nun mal nicht um Stadt, sondern uns geht es ja hier um die Autobahn. Und ja, wie sich das Ganze hier so verhält und alles was. Wenn wir in der Stadt fahren wollen, dann können wir auch OMSI benutzen. An. Ja, normalerweise kannst du jetzt hier schön Musik hören und so, ne? Aber dadurch, dass die hier so eine komischen Radiosender drin haben, kannst du die Musik echt nicht mehr benutzen.
So. Holen wir die mal hier schnell. Und da dürfen wir schließlich. Ich finde es auch schade. Es gibt da gerade im Bereich Bus gibt es halt haufenweise Sicherheitsfahrsysteme und alles sowas, ja. Warum man das Ganze nicht mit einbaut. Zum Beispiel diesen Spurhalteassistenten, dann hast du die Möglichkeit, dass du hier so ein Tempomat einstellen kannst, der dich dann automatisch denn zum Beispiel auf Sicherheitsabstand hält. Sowas, ja, schaltest du den ein, dann bremst er dann halt zu einem bestimmten Punkt, bremst er dann halt ab, bis du dann halt genug Sicherheitsabstand wieder hast und so weiter und so fort. Beschleunigt den halt dementsprechend auch automatisch wieder, ja. Also das ist schon, eigentlich könnte man hier noch so viel draus machen aus dem Fernbus-Simulator. Ich weiß noch nicht, warum TMI Studios das noch nicht gemacht hat. Die haben jetzt auch schon für dieses Jahr schon den nächsten Bus wieder angekündigt, einen VDL-Doppeldecker. Ja, das ist natürlich schon eine klasse Sache. Also bustechnisch und supporttechnisch, muss man ganz ehrlich sagen, sind die eigentlich ganz gut dabei hier. Doch selber ab, dass wir gar nicht erst über die 100 kommen. Mal wieder rüber hier, falls jemand überholen möchte. Ja, Flixbus ist ja zur Zeit auch nicht so gut, ne? Durch Corona und all sowas, den ganzen Mist. Noch ein Betrieb, der wahrscheinlich schon an der Existenz schlaucht. Schon traurig alles, ja. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es jetzt, so Corona ist jetzt weg und alle sind geimpft und all sowas. Das bleibt. Da bleiben so Schäden dahinter durch dieses Corona-Gedöns. Und das wird doch nie wieder so sein, wie es mal war. Die werden sich alle dreimal überlegen, ob sie mit einem überfüllten Flixbus fahren wollen. Ja? Klar, ist günstig und alles sowas. Aber möchte sich denn noch jetzt irgendwer nach Corona sich in so einen Bus reinsetzen? Weiß nicht. Wieder überholt, genau. Sehr nett von dir. Gut und Öl. Aha. Natürlich will ich mir mal den neuen DLC gleich mal angucken. Wie gesagt, Paris bin ich so an sich auch noch nicht gefahren. Also das ist für mich auch noch mal was absolut Neues. So Bustechnik, ich glaube, habe ich alles schon mal getestet. Aber wie gesagt, halt diese neuen Streckenteile oder sowas. Ich meine, ich fand es ja auch ganz putzig, dass die ja halt... Ui. Darum soll man sich also anschnallen. Da hat es meine Retarder nicht mehr geschafft. Ups. Eieieiei. Da war der Retarder zu schwach gewesen. Ich dachte mir so, bremst du nicht? Ach nee, das schaffen wir schon. Aber auf einmal dachte ich mir dann so, jetzt sieht die Kurve aber jetzt doch ein bisschen schärfer aus. Ja, Mist. Tut mir leid.
Nicht mit Absicht. Ja, vielleicht nicht immer auf den Ritaler verlassen. Vielleicht sollte man nur selber bremsen. Darum sollte man sich aber anstellen. Genau. Kann so schnell gehen. Zumal wir danach noch schon die Leitplanke noch mitgenommen haben und alles was. Also, es war schon ein Unfall, der hat sich gelohnt, ja. Ach. Fehler ist menschlich. Das kriegen wir natürlich, ne? Eine Auswertung, die ist nicht so geil. Das ist nämlich auch nochmal so das Schöne hier. Es gibt nochmal am Ende dann nochmal eine Auswertung. Ja, du fährst jetzt nicht einfach nur so von A nach B, sondern eine kleine Auswertung hast du halt auch noch drin. Axel. Ach, Schluck auf, warum? Also so eiert er schon. Ne? Also das ist schon ein bisschen heftig hier, ja? Wenn man sich mal das Ganze so anguckt. Ja? Also so würde das Ganze nicht aussehen. Jetzt muss ich mal überlegen. Also irgendwie verpenne ich heute jetzt hier so ein bisschen. Wir sind beinahe mal vorbeigefahren jetzt hier. Guck mal, wenn ich draußen bin, ja, dann, das ist aber auch noch fieser, wirklich fieser Bug ist das. So die ganze Zeit habe ich mich schon gewundert, weißt du, es regnet oder schneit, die Scheibe wird einfach nicht nass, du brauchst keinen Scheibenwischer und alles was, ne. So, okay. So, aber gehst du einmal in die Außenansicht? Dann wieder zurück, ist die Scheibe nass. Mysteriös. Zu schnell. Natürlich auch nicht. Haben sie schon. Das ist ja schlimmer als in einer Wildwasserbahn. Ah, fiese Sache. Oh. Naja, dann muss bald sein. Dann war ich hier alles hier. Eieiei. Aber wenn es bleiben die jetzt stehen. Früher sind die nämlich die alle in die Karre reingefahren. Das wird eine böse Bewertung. Das wird eine richtig böse Bewertung. Leute, nächstes Mal müssen wir es aber irgendwie ein bisschen besser machen hier. Ja. Ich bin irgendwie total abgelenkt hier.
ärgerlich. Ach, das ärgert mich jetzt richtig. Zwei Unfälle. Es kann nur besser werden in der nächsten Folge. Es kann nur besser werden, Leute. Aber die Kurven, die sind aber auch teilweise echt. Normalerweise hätte da ein Schild stehen müssen. So Achtung, gefährliche Kurve oder irgendwas. Nichts davon. Ja. Du siehst es dann erst, wenn du mittendrin bist. Oh, die Kurve wird ein bisschen fies jetzt. Erst dann siehst du das dann. Ja. Das ist natürlich ein bisschen... Zwei Unfälle, muss man es mal merken. Gucken, wie viel wir in den ganzen Let's Play hier sammeln an Unfälle. Also unbedingt merken. Zumal, wie gesagt, das wundervolle Navi, was wir ja da haben. Ja, das hält auch so gut, ja, weil es vielleicht 100 Meter irgendwie oder sowas dir anzeigt. Ja, und da ist es genauso denn, ja. Du kriegst es erst mit, wenn du schon in der Kurve bist, dass die Kurve jetzt echt fies wird. Also, 93 Kilometer haben wir noch, Leute, dann haben wir es geschafft. Da sind schon ein paar Kollegen von uns rum. Habt ihr nicht gesehen? Man muss sich ja auch erstmal an die Steuerung wieder gewöhnen und alles, was. Ja, das ist schon. Merkst du doch, ja, ein Unterschied zwischen OMSI und dem Fernbus-Simulator. Seit links dürfen wir jetzt nur Alex auch nicht fahren, aber jetzt sind gerade so viele LKWs. Das macht es uns jetzt ein bisschen schwer jetzt hier. Kooperation mit Flixbus. Gib doch nicht noch Gas hier, was ist los? Lass mich doch mal jetzt hier rein. Damit die mal hinter mir überholen können hier. Die Kollegen flippen schon aus wahrscheinlich. Was eh nur 100, von daher lass ich mal nicht so anstellen. Mercedes wieder. Und Audi, naja. Von denen ist was anderes erwartet. Ach, Volvo auch noch, naja. Auch relativ spät gespawnt hier. So, 44 Kilometer haben wir noch. Die nächste Fahrt wird, glaube ich, ein bisschen kürzer, denn.
Und hoffentlich dann mal auch unfallfrei. Ah, Witz, komm raus. Also Ziel ist zumindest, ist es hier zumindest bei jeder Stadt einmal anzufahren. Aber das werde ich halt nicht schaffen. Aber das ist so ein kleines Ziel, was ich mir gesetzt habe. Deswegen wundert euch auch nicht, warum halt im Titel meistens dann immer der Ort drin steht, wo wir dann hinfahren, damit sich halt einfach Übersichtlichkeit ist, wo wir gerade hinfahren. Und falls wir dann halt irgendwann mal vielleicht so weit fortgeschritten sind, zwar schon echt suchen müssen, wo wir noch hinfahren können, dann kann man da schnell mal durch die Playlist durchgehen und zumindest alles weit sehen. Wir müssen uns dann auch mal das Schloss angucken, was man ja letztes Jahr als kostenlosen DLC noch dazu gegeben hat. Also ein bisschen was auf jeden Fall haben wir hier zu tun. Im Fernbus-Simulator. Ein paar Schwerverletzte kommen wir dann hier auch an. Schilder sind teilweise echt übertrieben groß hier. Das hat man aber auch schon in dem Video gesehen dem Fernbus-Simulator. Die Ortsschilder und alles was, die sind so riesengroß. So, das war echt so rum. Oh. Puh, das war eine sehr turbulente Fahrt hier. Dann das gleich in der ersten Folge, großartig. Das hätte doch deutlich besser starten können, finde ich. Aber naja, so ist es. Hier wird nichts gelöscht. Ein Fahrrennen. Komm schon. Dafür Kollege rum. Hey, was soll das? So, Leute. In Groningen angekommen. Wie? Wir sind zu früh? Groningen freigeschaltet. Flixbus-Haltestelle. So. Und nehmt eure Tisch, please. Oh. Mann, das war eine Fahrt. Eieiei, die erste Folge wurde fast 40 Minuten. Na, das kann ich ja sehen lassen.
Gut, wir sind in Groningen angekommen aus Hamburg. Ich denke mal, hier wird es dann an der nächsten Stelle weitergehen. Von Groningen geht es dann weiter. Und dann arbeiten wir uns so immer weiter durch, würde ich sagen. Und so ist auf jeden Fall der Plan jetzt hier für den Fernbus-Simulator. Also, wenn ihr mich hier auf dieser Reise begleiten wollt, dann würde ich mich natürlich mega freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst oder ein Likechen nach oben, ein Däumchen. Ne, das ist alles sehr, sehr erwünscht. Und ja, ich hoffe, nächstes Mal ein unfallfreier. Schauen wir mal. Ja, sieht alles gut aus. Sachschäden minus 1, Unfälle minus 2, Fahrverhalten. Sicherheitsabstand nicht eingehalten. 6 Mal. Genau. Wir ziehen bei dir rein, verstehst du? Du hast den Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Richtig so. So, Leute, ich verabschiede mich. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Und ja, hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.